Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zurück hier bei Soma. Ich heiße nicht nur London Silver, sondern auch dich recht herzlich willkommen hier in diesem schönen Let's Play bei Folge Nummer 41. So, und wir, ich habe extra einen Grund, warum wir hier im im Pausemenü, keine Ahnung, das heißt, und ihr seht es hier unten schon stehen, freut mich, dass du vorbeigekommen bist. Gut, das hier und hier hinter mich zu bringen. Denn wir haben Sarah gefunden und die quatscht gleich wieder weiter, wenn ich jetzt hier rausgehe aus diesem Menü. Weil Sarah ist eine, die Technikerin hier war oder ist. Sie ist ja auch noch am Leben. Die letzte Überlebende scheinbar auf diesem Planeten. So haben wir das gerade erfahren. Weil wenn die anderen ganzen Stationen, wo wir vorher waren, keine Menschenseele mehr haust, dann ist sie die letzte Mohikanerin. So, das ist das eine schon mal. Und ja... Ich habe eine Befürchtung, ich glaube, sie meint das ernst mit dem Töte mich. Und ich glaube, dass das jetzt gerade passieren würde. Sie macht, ist auf jeden Fall des Lebens überdrüssig. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich gehe mal zurück ins Spiel und es wird wahrscheinlich nicht so spaßig werden. Aber nun denn. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass wir ziemlich nah am Ziel schon sind. Denn... Sie hat uns die Arche ausgehändigt. Und das ist schon mal verdammt viel wert. Sie vertraut uns auf jeden Fall. So, bevor wir aber jetzt das Ding uns da nehmen, was da rausgekommen ist, also hier ist vorhin was rausgekommen, schauen wir uns erst einmal nochmal richtig um. Oh, da ist noch was. Okay, ein Busch. Whatever, keine Ahnung. Das ist alles nur Müll, das hat keine Relevanz. Und hier ist noch ein Bild. Oh, können wir noch ein paar Bilder angucken. Okay. Die Erinnerung an schöne Zeiten. Steht nie was drauf. Er ist natürlich, wenn du die ganze Zeit hier unten bist, dann, ja, klar. Dann willst du natürlich noch wissen, wie sah die Welt mal vorher aus. Ja, deswegen ganzen Waldbilder. Da ist noch eins. Hm. Ja, schade, ne, Freunde. Be my guest. I got no secrets worth keeping. Stimmt, sie sitzt ja da. Okay. Zentrale offline. Oh, Reaktorkontrolle offline. Krankenstation, aber die kann ich nicht erreichen. Und Eau Claires Büro nicht. Türverriegelung haben wir auch schon gemacht. Jawohl. Weil, genau, wir müssen nämlich noch zu Joanne Ross Kabine. Da waren wir noch nicht drin. Fotos. Das erste Mal, dass wir Fotos sehen. Okay. Kürzlich geöffnete Dokumente. Die Effekte der Daten gefunden. Daten wiederherstellen. Jo. Fehler. Partielle Daten Wiederherstellung erfolgreich. Okay. Notfallrationen. Von Nadine Masters. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzter Zugriff, Sarah Lindwall. Ernährung von durch die Venen. Aha, okay. Das erklärt, warum sie hier an dem Ding angeschlossen ist. So wird sie gerade ein bisschen ernährt. Alter, das sieht aber auch aus. Ja, richtig fertig, ne, die Alte. Ist klar. Eine Anleitung zum bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusion am Leben zu halten. Letzter Zugriff von Sarah Dingstars. Veränderungen nach Bauabschluss von Astrid Krier. Methode zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Letzter Zugriff von Catherine Schaden. So, okay. Dann ist das Objekt der Begierde. Hier ist noch was. Alter, sehr viele Bilder. Hab ich noch irgendwas übersehen? Na, ist alles Zeug, was man nicht unbedingt haben müsste, bräuchte, whatever. Ja, Fräulein, es tut mir echt leid, ne? Oh, da liegt noch was am Boden. Nochmal so ein Bild, Alter. Was ist denn los mit dir hier? Ah, ihr habt es schon richtig erkannt, ne? Also Natur scheint ihr wichtig zu sein, gewesen zu sein. Ja, Alter, überall, ne? Dann natürlich hier Anatomie des Menschen. Arche-Status, Tag 312. Interessant. Was ist das?
Noch nicht gesehen. Okay. Gut, dann. Please don't leave me like this. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Okay. Alter, was ist denn los hier mit dem Spiel? Ich frag noch einmal, letztes Mal. Should we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best. No. This feels right. Simon, I want to die. Sarah. Just think about it. Don't let me down. Be careful. Don't let me down. Good luck, Simon. Okay. Be careful. Ja, es wiederholt sich. Freunde, ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen es tun. Alter, das ist so. Warum kommt das jetzt auf einmal alles? Ich will gerade nicht in den Knopf. Ich will keinen Menschen umbringen in meinem Leben. Ich will es nicht. Boah, Alter, das ist. Ich bin in einem Spiel und drücke einen Knopf, um jemanden zu töten. Hart. Das ist richtig hart. Also, es ist ihr Wunsch, es ist ihr Wille. Ich habe jetzt 5-mal gefragt und sie hat es bestätigt. Ich meine, Alter, es ist. Don't let me down. Go ahead. Go save humanity. What's left of it. Don't let me down. Okay, kann ich das zurückstellen erstmal? Nee, kann ich nicht. Ich würde nämlich gerne noch zum. Wo muss ich das hinstellen? Da wahrscheinlich, ne? Okay. Okay, Sarah. Ey, was ist so. Wieso ist das so hart? Das ist einfach mal vom Computer gespielt. Ich müsste draufklicken und sagen, zack, fertig und dann. Gucken, was passiert. Das ist halt so. Das ist ein Computerspiel. Ist halt nicht so. Computerspiele sind nicht einfach, du setzt dich von Dingen, tötest da 10 Menschen und das, also, weiß ich nicht. Ich meine, mit Shootern und so, wo die Aufgabe bei CSGO oder irgendwie, was weiß ich, so ist, oder bei Battlefield, Call of Duty, whatever, du läufst halt rum und schießt die Menschen, das ist die Form des Spiels. Und das ist halt das, was man erwartet von dem Spiel. Du gehst halt raus, tötest Menschen, wirst selber getötet. Das ist Sport. Ich sehe das eher als Sport an in diesem Spiel. Also die Bombe zu platzieren, zum Beispiel bei CS, bei Counter-Strike, und dann die Bombe beschützen und dann wieder von neu an anzufangen, das ist Sport. Aber hier, das ist emotional echt hart. Und ja. Okay, Sarah. Frag mich doch mal. Frag mich doch nicht noch mal, ehrlich. Oh. Frag mal ein letztes Mal. Good luck, Simon. Be careful. Das wiederholt sich. Keine Chance. Okay. Puh. Would you stay with me, please? It won't be long now. Please just stay. Klar. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Gott. Mit dir reden kann ich aber nicht mehr. I wish I could have died at home with my friends. Ja. Ich möchte auch im Kreise. You ever been to Greenland? It's very beautiful. No, at least we need to get out of the city.
Nanok is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. Okay. I liked Pathos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Okay. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. Okay, sie schließt die Augen. The black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Oh mein Gott, ey. Wie gesagt, es ist nur ein Computerspiel, aber das ist die Kunst an Computerspielen, dass sie dich fangen und dich so immersiv einfach in dieses Spiel hineinziehen, dass einem sogar die Worte wegbleiben. Krass. Okay. Gut, dann werde ich es mal ablegen, glaube ich. Muss ich es hier reinlegen überhaupt oder was? Ich hätte nur hier hinsetzen können, wa? Okay. Okay, dann nehme ich das Ding mal mit. Ja, leb wohl, Sarah. Es war kurz und schmerzvoll. Gut. Hey, weiter geht's. Freunde. No way I can climb a ladder while carrying the ark like this. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Ich habe die Rettung der Menschheit in den Händen. Was, da muss ich ihn irgendwo hinpacken? Achso. Okay, das ist nicht richtig. Habe ich irgendwas übersehen? Mich doch hinsetzen. Oder ist das hier? Muss ich springen vielleicht? Okay. Die Frage ist, wo muss ich das jetzt hinbringen? Hier? Doch zu ihm? Scheiße. Hier war ich noch nicht, ne? Wo komme ich da jetzt überhaupt hin? Ich möchte nicht zu ihm gehen. Aber das ist das Letzte, was ich noch machen muss, ne? Can't climb and carry the ark. Oh, bitte. Oh, da ist er. Okay. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier richtig bin. Auf jeden Fall kann ich hier wieder hochklettern, das ist gut, aber so natürlich nicht. Hey, hallo. Ich habe hier so ein Ding. Oh, sieht gut aus. Freight Lift. Wo bin ich hier?
Warum sind die Türen eigentlich immer so interessant? Das ist auch bei Rollenspielen so. Also, ich gucke Türen, Kisten, gucke ich immer gerne durch. Ist auch, wenn ich irgendwie so, jetzt mache ich jetzt bei Pen and Paper Rollenspielen, da ist eine Kiste oder ein Schrank. Ich muss sofort in den Schrank gucken. Da kann auch eine Leiche irgendwie da liegen. Man könnte erst die Leiche angucken. Nein, ich gucke mir erst den Schrank an. Okay, die kann ich aufmachen. Eben konnte ich zum Beispiel nicht aufmachen. Bestimmt hinter irgendeiner Tür ist wieder irgendeine Überraschung. In jedem siebten Tür ist eine Überraschung. Hier geht es auch noch weiter, aber ich gehe trotzdem nochmal kurz hoch, weil ich würde ja gerne wissen, was mit Dr. Ross in dem Zimmer ist, wo ich das übersehe. Das nehme ich natürlich noch mit. Und ich kann mir vorstellen, dass dann, da sind wir hergekommen, dass dann finito ist, meine Freunde. Sehen wir bestimmt irgendwas Schmuddeliges, was wir gar nicht sehen wollen. Oder er schließt uns hier ein. Nee, doch nicht. Aber sie sagt, Sarah sagt, wir sollen Catherine am Leben halten. Also beschützen. Und war erst mit ihr skeptisch, aber dann war es irgendwie doch ganz gut mit ihr. Also von daher, okay. Ja, ist ein Plan, ne? Würde ich mal sagen. Ach so, hier, das kann man noch sehen. Ja, Freunde. Da. Ja. Ja, hat er richtig gemacht. Gut. Ja, also scheint Catherine doch eine gute zu sein. Und Dr. Ross ist halt doch nicht der Gute. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch unentschlossen, was das angeht. Okay, das ist doch die. Hier so eine. Ah, das haben wir doch eben schon geholt. Ist das jetzt entweder so ein Gel, ne? Strukturgel. Ich dachte, das wäre der Vault Boy, Freunde. Ich hab. Der Vault Boy von hier hält gerade mein Gamepad. Dort hinten. So, ja. Da ist noch was, was wir gucken können. Alles sehr interessant. Topstat XLTUG. Wir hatten eine Sache, die konnten wir eben nicht angucken. Da waren auch so Linien, aber das ist natürlich weit hergeholt. Und das ist schon weiter weg. Ich glaube, das war gar nicht hier. So, was haben wir hier? Alpha! Guck mal, da ist doch Alpha. Wow Core. Omega Space Gun. Wo schießen die drauf? Keine Ahnung. Vieh, Alpha. Seitdem ich bei Sarah war, kommt übrigens gar nicht mehr Dr. Ross. Merkt ihr? Obwohl ich in seinem Raum bin. Alpha ist so weggekritzelt. Warum? Das Wow-Core ist auch irgendwie von allen Richtungen so ausgehend. Das ist komisch, das verstehe ich nicht ganz. Omega Space Gun. Schießt die auf das Wow-Core? Wahrscheinlich, ne? Und was passiert da hinten in der Ecke da oben? Keine Ahnung, was der Kritzel links oben bedeutet. Ach, Freunde, wenn ich das alles mal wüsste. Ey, hätte ich mal aufgepasst in Physik. Ich hätte Physik zum Beispiel recht spät. In der siebten Klasse erst. Ich glaube, zweite Hälfte, siebte Klasse hatte ich erst Physik. Weil wir zu wenig Lehrer hatten. Ja, so sieht es mal lachend aus. Freunde, das ist das Problem, was wir aber auch schon vor ein paar Jahren hatten. Ich bin nämlich schon ein bisschen älter, als ich in der Schule war. Ja, damit kann ich null anfangen, den ganzen Bildern. Und er hat auch keine Informationen drauf getackert. Ja, gut. Schön, schön. Kann es sein, dass das irgendwas, diese ganzen Stränge irgendwas Wichtiges ist, dass daraus aus der Masse, weil das Strukturgel formte diese Stränge oder die Stränge wurden durch das Strukturgel ins Leben gerufen. Das kann auch sein, weil ich kann mir vorstellen, das hat immer so gesuppt, habe ich ja gesagt. Ne? Da kommen immer so schwarze Grütze raus und ich glaube, das war diese Strukturgel einfach nur. Okay, aber hier ist nichts mehr. Ist auch nichts mehr und dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles abgeguckt, ne? Man muss mal kurz hier. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt nehme ich mal wirklich die Leiter. Hopp. Okay. Gut.
Da können wir nichts mit machen. Terminal locked. Okay, okay, okay. Aber hier, das müsste irgendwie weggeschickt werden können. Oh, guck mal hier. Push to call lift. Aha. Das muss ja ein Bewandnis haben, warum ich das da ablegen kann. Und das hier ist so ein Freight Lift, so ein Warenaufzug. Und jetzt? Push to call lift. Oh, wow, haben wir gerade gestoßen? Ist es jetzt weg oder? Ne, da ist es noch, okay. Hallo? Aber das muss doch da hin, oder nicht? Common Room? Nein, da oben hoch wahrscheinlich. Infirmary. Ah, verstehe. So muss ich das machen. Okay. Kann ich da hinterher dann? Kann ich den rufen? Kommt er dann wieder runter? Das Weiße zeigt mir gerade wahrscheinlich, wo es steht, ne? Ah ja, okay. Alles klar. Dann dürfte das Ding jetzt wieder hier sein. Jo, alles klar. Hab verstanden. Pass auf, ich drück's mal hier hoch. Common Room. Infirmary. Das muss wahrscheinlich ganz nach oben, ne? Ich vermute mal. Ganz nach oben muss es. So, Freunde. Und jetzt machen wir hier die Tür auf. Dann gucken wir, was passiert. Hallo? Kann ich mich... Ich kann mich selber eigentlich mitschicken, ne? Ja, natürlich. Ist ja... Natürlich. Ja klar. Windows 10. Kein Thema. Ist alles gefixt, ist das. Alles gefixt. Ja dann. Große Mahlzeit. Okay, machen wir. Okay. Ich würde sagen, nein, warte mal. Warte. Fracht. Warte auf Fracht. Anbrrt. Ups. Warte, was? Warte auf Fracht. Nutzlast 20 Kilo. Konfigurationsfehler. Was macht es? Also. Keine Fracht erkannt. Okay, warte mal. Fracht, das kann ja nur... Warte mal. Ich muss das dann doch dahin? Hat das was damit zu tun? Warte mal. Keine Fracht erkannt. Warte auf Fracht. Vielleicht muss ich das aber auch... Aber vielleicht muss ich das einfach hier reinstellen und dann das nochmal drücken. Und gar nicht irgendwo hinschicken. Okay, das ist die Fracht. Wird ja wahrscheinlich alles richtig sein so. Draufdrücken? Hier draufdrücken? Muss ich konfigurieren? Ach, guck mal hier. Das muss gar nicht dahin, Freunde. Guck mal hier, da kommt was runter. Warum sagt ihr denn nichts? Mensch, ihr seht das doch. So, ja jetzt aber hier mal. Dingens hier. Okay. So. Okay, jetzt hat er die Fracht. Ah, Alter, ich bin aber ein Dödel. Und jetzt? Was machen wir denn mit der Crossbahn? Fracht. Fehlfunktion des Flugmechanismus. Sequenz anhalten, angehalten, Druckausgleich unmöglich. Das ist aber auch alles immer nur eine Zuppe hier, ey. Ich muss das nochmal konfigurieren. Ja, raus komme ich nicht mehr. Schön, danke. Danke dafür. Nein.
Zugriff gewährt. Was war hier? Achso. Muss ich irgendwas machen? Hier kann ich nichts machen. Druckausgleich. Nee, raus komme ich nicht mehr. Hä? Ach hier, guck mal. Okay, hier sind wahrscheinlich mehrere, die wo ich so ziehen muss. Oder auch nicht. Hier ist noch einer. So, jetzt aber. Gib ihm. Hallo? Okay, ich hab doch alles, oder? Ach, hier! Ja, Mensch! Oh. War das richtig, was ich gemacht habe? Was hat gespeichert gerade? Ach da. Here we go, Freunde. Oh, schön. Ich würde sagen, wir gehen hinterher. Gucken, was passiert. Lass sie nicht alleine. Das sind wichtige Dinge. Jetzt zack, fällt's runter kaputt. Alles umsonst. Hallo? Ich will damit? Achso. Warum kann ich nicht mit? Achso. Das ist wahrscheinlich der Sinn und Zweck des Ganzen, dass ich hier hinterher gehe. Kann ich auch vorausgehen? Mal gucken, was passiert. Hier kann ich gar nicht weiter. Aha. Und jetzt? Ja, geil. Unterher, oder was? Tatsache. Ha, ich bin so ein Cleverchen nochmal. Ich muss ja auch schnell hinterher, bevor was passiert. Wo ist hin? Wieso ist sie so schnell? Ich glaube, ich sehe sie noch. Leute, da machen wir noch. Wir gehen noch hinterher und gucken, was passiert. Ach nee, ne? Sag mir, jetzt muss ich den ganzen Plunder hier weg. Also ganz ehrlich. Den ganzen Plunder hier. Plunderteilchen. Muss ich das richtig wegräumen? Alter, was ist denn da wieder los? Gut gemacht. What the hell is wrong with this place? It's nothing to worry about. Just the warden flexing his muscles. The warden? You mean Wow? Well, down here he has many names. Warden, the Alpha. Like in Site Alpha? I thought that was made up. Made up? Then someone should really fire Johann Ross. Tell him there's no reason to walk these tunnels no more. Okay. This section is gonna collapse. You should try spending some time in the Abyss, sweetheart. You know when shit's for real. Catherine, move up. Come with me. Oh, okay. Hey, wait for me. Careful with the arc. Take it easy. It's not going to... Klar. Und du? Oh. For a moment I thought it was going to collapse. Eine lange Nachricht. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Naja. Freunde.
kleines Folgenpäuschen. Wir sind schon bei 30 Minuten. Heide Witzka, geht das hier ab. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Und wenn du nichts verpassen willst, wie es weitergeht, und ich glaube, wir sind kurz vorm Finale, dann einmal abonnieren, Glocke aktivieren, denn dann bekommst du sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Gerne was in die Kommentare schreiben oder bei uns auf Discord kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.